Ja, ich denke schon, wir sind on stream, Robert, ja. Ja, und die spielen jetzt auch. Oh. Okay, wir sehen tatsächlich den Cloud hier. Ja, ich join jetzt Niklas im Commentary. Cloud gegen Warp. Ich habe gerade schon gesagt, dass es interessant wird, weil die beide halt super viele Charaktere spielen. Nines spielt 4, Syntax spielt 3. Und ich wusste halt überhaupt nicht, was für ein Matchup jetzt kommt. At all. Multi-Character. Aber es ist halt Cloud gegen Warp. Mhm. Ist nicht das erste Mal heute, dass wir sehr viel Charaktervariation sehen. Oha, Up Tilt into Down Smash war das, glaube ich, gerade ziemlich nice. Okay. Oh, okay, er landet einfach aggressiv mit der Down Air. Das kann Nines mit dem Limit anstellen. Oh, er catcht die Wall am Ende. Kein Down Tilt. Let's Trapping Situation sehr schwierig für Warp rauszukommen. Ja, er hat nur einen Sword Beam gefressen. Oh, nice. Reagiert auf den Ja, das mit war ein richtig, richtig guter Tech Chase mit der Down Smash, finde ich auch. Also, ne, Warp und ich sind jetzt auf jeden Fall biased für Syntec, weil er unser Boy aus Flensburg ist. Nein, nee, ich bin für Nines. Das glaube ich dir. Krass, Oha, ja, der Edgeguard, ja, das ist der Stock. No Mash gemacht. Da sollte Dumm auch gar nicht. Ja, wollte ich sagen, spring da nicht rein. Wenn er das doppelt drückt, dann ist dein Stock auch weg, Bruder. Also, da wäre ein Backthrow vielleicht gut gewesen. Cloud Offstage ist ja. Halt da wäre wirklich Backthrow besser gewesen, das glaube ich auch. Oh. Und dann Gyro direkt hinterher oder so. Damit der Instant eine Resource nehmen soll. Ja, aber wir spielen hier nicht. Das ist sicher kein leichtes Matchup hier für Syntec. Ja, also Nines ist gut, aber ich hätte jetzt gedacht, Cloud geht noch. Also es ist einer der wenigen scary Charakter von ihm. Hätte ich jetzt vermutet, aber ich meine, ich muss ja selber noch nicht gegen den Cloud spielen. Ich kenne nur seine anderen drei. Naja, Charles. Er ist nicht ohne Grund gerade in Qualifier für Top 3. Ja, Top 4. Und der wird ihn auch nicht ohne Grund einfach gepickt haben. Mhm. Außer es ist so ein Flex-Pick, weil er denkt, so ein Tag ist eh free für ihn. Come on. Aber wird schon nicht sein. Es ist jetzt die 12 gegen 3, glaube ich. Ja, der Grab. Cloud's Grab ist echt. Er hat letztes Mal nicht gemashed und dieses Mal capitalized er darauf. Ja, stimmt. Letztes Mal. Von Dome. Am Anfang hat Dome zweimal geuptiltet. Wenn wir Dome sagen, meinen wir Syntec. Und die Uptilts haben dann beide gewifft, weil Nines nicht rausgemashed hat. Und deshalb Nines wieder nicht rausgemashed. Das erinnert mich an die Spargo. Die Up-Smash-Adaption war richtig gut einfach. Mhm. Das stimmt. Also hast du ja auch davor schon gesagt. Die Wall Catch. Zwei Stocks in Folge mit dem Wall Catch. Sehr stark. Da musst du mal aufpassen, dass er nicht die ganze Zeit. Auf jeden Fall ein spannendes Match. So, also, sie spielen irgendwie beide aggressiv. Sehr aggressiv, finde ich. Es geht die ganze Zeit vorwärts. Permanent nimmt jemand Damage. Das finde ich auch so interessant. Das ist jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Hat er den Jump? Er hat keinen Jump. Erstens war die Combo extrem clean. Und zweitens, Nines hat immer rein die Alt beim Upflow. Und Syntec hat trotzdem Forward Air gemacht und es hat trotzdem connected. So, eigentlich ist das ist der Warp Privilege. Ja, eigentlich ist der Witz, ja, dass du dann Up Air machen musst mit Warp. Und das ist so die einzige Adaption, die du irgendwie hast. Und beide Male hat Nines aber rein, die Alte hat trotzdem die Forward Air abbekommen, so, weil Cloud so groß ist. Und dann ist es halt auch so, okay, es ist egal, was ich mache. Du darfst dir trotzdem aussuchen, welche Combo du jetzt startest. Ja, also ich fand das sehr nice am Ende. Cleanes Gameplay von beiden am Ende, ja. Das war also Nines hätte sich den Jump komplett aufheben müssen. Da wurde er ein bisschen overwhelmed, habe ich das Gefühl, waren so von den viele gespammten Aerials, ja. Es war irgendwie Forward-Air, Down-Tilt, Forward-Air, Forward-Air, Forward-Air oder so. Ich finde, Forward-Air ist auch wirklich die intuitivste Aerial von Warp. Also Forward-Air und Up-Air funktionieren gut. Hast du es gesehen? Ein anderer Charakter bestimmt, oder? Ja, Sora, okay, ja. Als Counterpick für Warp, interessant. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung Syntec in dem Matchup hat. Ich gehe davon aus, nicht viel. Nee, sehr wenig, definitiv. Auch wenn ich sagen würde, dass Warp an sich und gut klar geben Sora ist sogar ziemlich gut und auch geübt und so. Den spielt er auch oft im Bracket. Also mal sehen. Mhm. Das Movement ist auf jeden Fall bisher ziemlich nice vom Sora. Ja, das kannte er schon den ganzen Tag richtig gut, diese auf dem Plattform Tag Chases. Auch interessant, dass Syntec hier auf Battlefield geht. Denkst du, das ist schlecht für Also ich meine, Nines konnte ja die Map pingen. Aber dass er halt... Ja gut, I guess er hat nur 3 Bans von 9, da muss er nicht Battlefield bannen. Er gibt eigentlich schon Sinn. Mhm. Aber bisher sieht es nicht so gut aus für ihn, ne? Der Sora? Der Sora ist clean. Mhm. Okay, der Sora reactet nicht. Stark mit der Dash Attack. Ich glaube, das ist ein True Confirm. Das ist so wie bei Samus oder so. Ja. Kommt das einfach und tötet dann auch. Die Dash Attack ist richtig geil von Sora. Okay, kann wir ja von der Ledge gut verwenden für richtig viel Stuff. Mit dem Neutral B. Okay, ja, der Uptilt wurde geschildet. Down to Up Air von Syntec. Oh, okay, Unfortunate Trade für Syntec. Den sollte man eigentlich nicht challengen, Stelle. Sondern warten, bis er auf den Boden kommt.
Aber immerhin. Ja, strange. Also gerade war es lucky für Nines, auf jeden Fall. Der Wait-Out. Ich hätte fast gern Side B gesehen. Okay, es kam kein richtiger Ledge-Trap. Ledge-Trap-Situation. Ja, auch der Ledge-Regrap wurde nicht gepunished. Mhm. Ja, Syntax bleibt hier so ein bisschen auf, ja, er bleibt so ein bisschen auf Abstand. Er hat nicht so Bock, dass das passiert. Also, dass er halt irgendwie gekommen wurde, schon so krank gekommen muss. Ja, eigentlich sollte man überhaupt schon so spielen, ne? Besonders wenn der Gegner im Nahkampf nicht schlecht ist. Aber das sind so viele Side-Bs von Nines. Als Punish. Ich weiß nicht. Oh, der Snipe? Ja, der Snipe hat gesessen. Ja, die Sache mit der Side-B von Sora ist, du kannst sie ja schon ein bisschen mix-upen, wie oft du sie verwendest. Deswegen ist es nicht so insane, die unsafe. Mhm. Aber gerade hat er einfach aus der Combo Down-B gemashed. Das hat funktioniert. Oh, der Air-Dodge-Catch. Ja. Aber Syntec kann noch zurückkommen. Er muss halt jetzt sein Air-Dodge... Nee, muss er nicht. Nein, es geht einfach auf die Stage. Ja, sehr gut recovered von Syntec. Ja. Ist schon hochgegangen, hat die den B-Button auch gemashed, damit es weniger Fuel verbraucht. Oh. Spannend. Und weil es lustig aussieht, wenn Rob so macht. Ja, das wird wohl der Hauptgrund ja, sein. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Mhm. Okay, okay, die Backup. Wie wir sind, der geht zurückkommen. Wie er den Laser kontert. Can Nutri get up? Klappt. Oh. Oh, okay. Okay, nice. Ja, aber kein Punish. Ich denke, er hat versucht, den Nutri get up Timing zu catchen. Wieder kein Punish. Ich dachte, jetzt Down Smash der bestimmt oder so, ja. Oh, was? Der Konter hat nicht funktioniert. Und aber dann aber instant adapted darauf, dass es passiert. Ja. Und Syntec war irgendwie entweder noch nicht actionable oder hat nichts gemacht. Mhm. Einfach. Okay, sehr viel Reward bisher von den Down Throws von Syntec. Für eine Up-B. Ja, die wurde gepunished. Up Smash? Nee, Up, ja. Ja, aus Up Smash. Ich glaube, Up Smash hätte noch nicht gekillt wahrscheinlich. Und er hat ja gerade rausgemashed. Ja. Er hätte die auch nicht connected. Mhm. Bei 80 besonders. Gekillt vielleicht schon so, reiß echt leicht. Ich denk's bei 90. Ah, wahrscheinlich noch nicht. Aber jetzt die nächste wird killen. Die nächste würde killen, ja. Da muss Nines, aber wird Nines mashen, denke ich. Ich denke, nachdem er jetzt schon mal die Upsmash kassiert hat. Ja. Ich hätte auch gedacht, dass Syntec gerade grabbed, aber er hat ihn Dash attacked. Mal schauen, wie viel extra Prozente hier Nines noch in seinem Stock holen kann. Syntec darf jetzt nicht zu greedy für den Kill gehen. Down for up, ja, okay. Langsam wird's halt eng, ne? Er nimmt immer mehr Prozente. 72 schon, 75. Muss jetzt langsam mal irgendeinen Weg finden, diesen Stock out zu clearen. Der Grab ist nicht der Weg. Oh, okay, doch. Das killt nicht, schon. Oder? Ja, er hätte Downfall machen sollen. Ja, ich denke auch. Oh! Oh, ja, der hat den Konter gepunished. Konter, let's go. Nein, Konter gepunished und Erdosch gepunished. Beides nacheinander. Stark. Oh, das ist gefährlich. Ja, aber er ist schön rum um den Blitz und so weit unten tötet die Api natürlich. Nee, die nicht. Tötet halt nach oben. Ne? Aber da war gerade ein guter Tech Chase von Nines. Ha, er hat sich unter dem Jaibu durchgeführt. Ich finde besonders Nines Ledge Trapping, sieht man hier, ist echt gut. Oh, kein Tech? Ja, ungewöhnlich ja, für Syntec. Ja, es ist wirklich ungewöhnlich für Syntec. Eigentlich hätte der D-Tags immer ganz gut. Wir haben hier gesehen, Nines hat sehr viel profitiert von den Plattformen. Also ich würde gern von Syntec sehen, dass er vielleicht auf FT geht. Ja, wenn das nicht zum gepunched Beispiel, wird. Ich weiß nicht. Ja, aber FT ist gut für Warp, oder? Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, aber ich würde vermuten, dass es hat Nines gebannt. Hollow Bastion ist die Map, wo jeder Sora-Main automatisch einen Power-Up kriegt. Ja, er hat jetzt Heimvorteil. So wie ich auf PS2 eben. Genau. Hast du es gehört, dass ich das gesagt habe? Ja, ich habe sehr viel gehört mit den Kopfhörern. Oh, okay. Ich dachte zumindest, wenn du sie aufhast, hast du mich vielleicht wenigstens nicht. So. 1-1, sehr spannendes Set. Mal schauen, ob Syntec auf den Sora adapten kann. Oh, die Forward Air, richtig aggressive reingegangen. Oh, stark. Nice. Der Pressure auf dem Shield war zu viel, konnte ihn irgendwann grabben. Das war doch schon, Rob sieht lustig aus. Beide haben 35%. Die Pressure von Nines ist krass. Das ist halt so, der kann halt einfach um dein Schild rumbouncen und du weißt nie, macht er jetzt noch einen Angriff oder wartet er und panischt dich dann? Ich habe das Gefühl, manchmal könnte Rob, also Syntex Rob, so eine Short-Hop-Up-Air oder so machen als Call-Out, weil Nines super viel um ihn rumspringt, aber er ist mit der Up-Air irgendwie relativ zurückhaltend. Der Up-Smash? Ja, da kam der Up-Smash tatsächlich auf den gleichen Prozenten, wo du letztes Mal meintest, der würde kommen. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass er kommt, aber er kommt und er hat sogar getroffen. Vielleicht masht Nines generell nicht so schnell. Weiß ich nicht, kann sein. Wäre halt komisch, weil er so weit kommt immer im Bracket und das ja nicht so schwierig ist. Weiß. Aber beide Male nicht getroffen. Ich frage mich, ob Syntec die Tags gehabt hätte. Ich meine, Beißel hat letztens auch nicht gemasht. Oh, ja, okay. Der Rollweed. Ja, der hat gesessen. Der Tech Chase.
Okay. Ein bisschen greedy, die Side-B von Syntek. Ich würde hier gerne ein bisschen mehr Patience sehen. Schauen, ob er den Stock closen kann. Ja, Downer ist sehr schwierig zu challengen, besonders wenn sie offstage geht von Sora. Der Nair killt schon fast. Boah, das war knapp. Er hätte nicht so weit zurückgehen sollen. Oh, wow, das war sehr gut gespielt von Nines. Also sein Disadvantage ist stark. Und also es ist halt echt smart, den Counter zu benutzen. Okay. Es ist halt echt smart, weil das keine Ressource verbraucht. Im Gegensatz zu Jump und Air Dodge. Oh, ja. Stark. Den Laser rumgespielt. 2-2-1. Wird jetzt schwierig. Syntek spielt jetzt wahrscheinlich besonders aggressiv, weil er hinten liegt. Aber das sollte er eigentlich gerade nicht machen. Das würde es gerade für Nines erleichtern. Darauf es ist ja auch noch alles offen. Oh, der Cross-Up war übelst gut. Ich dachte auch, er wäre vor ihm gelandet. Ja, es ist schon noch alles offen. Definitiv. Außerdem ist es Best of 5. Und das ist nur Game 3. Ja. Und es steht 1-1. Insofern... Oh, nice, die Abwehr war gut. Okay, sehr patient hier von der Ledge gekommen. Wieder kein Backthrow, aber I guess, also Sora kann man jetzt nicht so krass gimpen wie Cloud. Nee, nee, den aber würde ich auch. Aber Downthrow auf 30 ist schon auch ein bisschen weird. Oh. Was soll man daraus kommen? Nach links, die ein... Ach, geht nicht mehr. Nee, es war echt weit oben. Du ist auch krass, wie der Move dich so abscoopt. Muss ist aufhören irgendwie viel besser als der von Link, von den drei Links, habe ich das Gefühl, weil er wirklich so komplett um dich rum... Die Wards auf der Plattform, damit musst du ja aufhören, wird er immer wieder für Call-Outed. Ja, also du liegst halt auf der Plattform, dann musst du ja entweder rollen oder get up, ne? Ja. Du könntest halt... I guess, meistens readen die Leute Roll links oder rechts, aber selten die Get-Up-Attack. Oder Neutral Get-Up. Ja. Ist schwer zu reagieren. Neutral Get-Up ist ein bisschen schneller als ein Get-Up-Attack, oder? Naja, auf jeden Fall ist Neutral Get-Up schneller als Wall Away. Wall Away kannst du halt einfach hinterherlaufen. So. Ja, also Nines bleibt jetzt hier auf Sora, weil das als Counterpick zu funktionieren scheint. Mhm. Und Syntek bleibt auf Warp. Zwei, eins, Gaming. Okay, er wollte den Beam kontern, aber der war leider woanders. Okay. Oh nice, es geht direkt wieder mit dieser Combo los. Sehr starker Start. Man hat den Startup vom Konter gesehen. Diesmal war er nicht schnell genug. Ich dachte, jetzt kommt wieder der Konter, weil genau im gleichen String hat er ihn das letzte Mal gecountet. Der Disadvantage hier war unnötig. Das war ein richtig geiler Combo-Starter. Mhm. Gerade. Syntek ist auch unnötig auf Stage gegangen und dadurch hat er jetzt 58% gekriegt. Aber, hey, oh, guter Confirm. Ich glaube, es war Falling Nair oder so. Oh, boah, er geht richtig so, er geht tief. So tief. Oh, richtig anstrengend. Zu viel Hitbox. Syntek will nur recovern. Oha, ja. Okay. Jetzt kann er panisch. Ich finde, das ist sehr tolles Gameplay, was wir sehen. Er hätte die erste Smash nicht so lange aufladen sollen. Okay, kein Kill. Kriegt er den Downer vielleicht? Ja, vielleicht kriegt er jetzt mal einen Edgeguard. Oh, okay. Er hat lieber den Gyro dahin geworfen, anstatt zu Downer. Er hat mich auch überrascht. Ich dachte, die Downer hätte er halt easy bekommen. Ja, vielleicht war er nicht so confident da. Ist auch verständlich. Vielleicht hat er halt auch den Gyro einfach in der Hand und dann wollte er ihn halt benutzen. Aber ja, ich stimme dir zu. Ich finde das Gameplay auch nice. Ist sowieso, ich mag es auch, clean Soras zu sehen. Mhm. Syntek Swap kenne ich ja sehr gut. Den sehe ich ja oft. Aber Nines Sora jetzt nicht so oft und er sieht cool aus. Nice Spielstil. Ja. Und scheint auch ziemlich stark zu sein. Also jetzt hier auch schon wieder 3 Stocks auf 2. Syntek im Comeback-Mode. Gegen den Cloud hat es auch funktioniert. Oh. Dann kann es ja auch gegen den Game 4 Sora funktionieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Backer aufs Schild. Aber Nines wird es ihm nicht leicht machen. Dieses Side-Beast auch immer, die seine Approach outstuffen. Der Advantage wird immer größer. Okay, der diesmal hat es versucht. Der Lead, genau. Oh, dass das nicht getroffen hat. Der Laser. Unlucky. Okay. Ja, Syntek wirkt ein bisschen lost gerade in dem Match. Naja, gerade hat er das aber gut gemacht. Er hat richtig nice durch den Thunder durchgedingens und dann seinen String gestartet. Oh, der Wii Grab. Side B kommt jetzt safe, ja. Oh, kein Punish. Aber es ist auch schwierig zu reacten. Man ja, muss du weißt halt nicht, ob er noch eine Side B macht. Und wenn du dann grabst, trifft dich halt die Side B. Ja. Das ist halt ein super schwieriges Mix-Up. Ein Stock nur noch. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so richtig reacten kann. Ist möglich. Ist möglich. Okay. Okay, Tournament-Stock hier für Syntek. Und es scheint nicht besser zu werden. Ja, true. Er wird ziemlich geflabbergastet in seinem Tournament-Stock gerade.
Oh, sieht nach einem, alles sieht übel nach einem 3-Stock aus, Guard. Andererseits braucht Syntek auch nur einen Hit. Oh, das war's. War's ein Callout mit dem ja. F-Smash. Sehr ja, stark gespielt von Nines. Die Adaption von Nines war auf jeden Fall da. So. Es wurde immer schwieriger für Syntek da. Ich muss gegen dann den Sora anzukommen. Spielen gegen Nines.